Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück zum Daily Ranking. Heute mal wieder mit Atlas Reactor. Haben wir ja lange nicht gemacht. Und ich habe ausnahmsweise mal ein Ranking gefunden. Ich habe sonst mal am Vormittag bzw. am frühen Nachmittag gesucht und da war es mit dem Ranking ein bisschen schwieriger. Hier ist eine Season, Creator. Oh, mit K-Kid, den kenne ich, den habe ich schon ein paar Mal gehabt. Der ist eigentlich ganz gut, soweit ich das weiß. Dachte ich zumindest. Warum ist denn der in Silber unterwegs? Wir sind ja immer noch in Silber 1 unterwegs. Leider, wir haben es noch nicht ganz in Gold geschafft. Wir waren ganz kurz in Gold, aber haben dann wieder halt verloren und dann ewig nicht gespielt. So, Helio wird immer noch gebannt, Asana wird gebannt. Okay. Was muss ich eigentlich spielen? Firepower und Different. Also eigentlich habe ich nur Firepower vorgegeben, also das muss ich dann jetzt nicht unbedingt erfüllen. Darf jemand Firepower spielen? Ich würde eigentlich auch Firepower gern spielen wollen. Ah ne, wir haben ja schon jede Menge Firepower. Dann will ich lieber hier sie spielen wollen, den Support. Sonst wäre das ja Quatsch. Oh, da wird er gnadenlos weggepickt. Ich hätte meinen zweiten Support, denke ich. Ich mag nicht Frontline spielen. Das finde ich doof. Von daher will ich dann auch nicht Frontline picken. Komm schon, bitte nimm einen Frontliner. Das wäre super ausgeglichen dann. Ja, nimm einen Frontliner. Muss immer an ihm dranbleiben, der ist nämlich nicht so tanky. Da muss ich aber nicht an Phaedra ran, das will ich eigentlich gar nicht. Nice face. What the fuck? Skins. Den richtigen Skin haben wir ausgewählt. Abilities habe ich nichts geändert. Heilen. Ja. Lock. Wenn ich weiterhin leicht husten sollte, tut mir das leid. Aber ich kann daran gerade nicht viel ändern, muss ich so sagen. Aber ich nehme jetzt gerade das an meinem Geburtstag auf, abends. Ich habe heute noch gearbeitet und dann Nachmittag ein bisschen rumgezockt, ein bisschen Path of Exile, aber da ist halt nicht viel aufzunehmen, weil da viel Level noch gerade ist. Da level ich mir nämlich gerade einen Righteous Fire Templar hoch und der macht schon ordentlich Damage. Ich bin nur noch nicht sicher, ob das richtig funktioniert. Das nötige Legendary Item habe ich da schon. Aber das läuft erst ab Level 65, fängt der Build an, wo man das Legendary Item nämlich erst anlegen kann. Deswegen ist das viel Leveln, also da lohnt sich nichts irgendwie großartig aufzunehmen. Ich habe mir überlegt, ob ich das mal streame, das könnte ich tun, aber das ist glaube ich auch nicht so wahnsinnig spannend. Außerdem gucke ich selber sehr gerne dabei einen Stream und ich kann ja schlecht den Ton vom Stream restreamen und dann ist das irgendwie doof. Deswegen gibt es heute mal, gibt's jetzt momentan hauptsächlich das Daily Ranking. Und dann gibt es halt jetzt gerade mal Atlas Reactor wieder mal seit ewigen Zeiten, wie gesagt. Freut mich, dass immer noch im Ranking gespielt wird. Ich hätte es schade gefunden, wenn das Spiel stirbt. Hat es eigentlich nicht verdient. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Match, dass wir unser Team hier ein bisschen am Leben erhalten. So, wo geht's denn hin, Jungs? Vor allem, wo gehst du hin? Du bist wichtig. Komm schon, zeig's mir. Nee, das bist du nicht. Er zeigt's mir halt echt nicht. Hab keine Ahnung. Ja, okay, er geht auch rüber. Wow. Sprintet sie weg? Sprintet sie weg? Sprintet sie weg? Sprintet sie weg? Macht sie nicht. Okay. Dann mache ich das so, weil sie kriegt mit Sicherheit irgendwas ab. Und wenn er sie andasht. Das, was sehr wahrscheinlich ist, muss ich jetzt mal so sagen. Deswegen gehe ich mal lieber hier rüber, da kann er mich dort dann nicht treffen, wenn er sie jetzt andasht. Ah doch, kann er doch, weil er durch die Wand schießt, aber er sieht mich zumindest nicht direkt. My lips are sealed. Ja, war klar, dass er jetzt durchdasht. Rearranging. More bang for the buck. Das war abzusehen. Das haben irgendwie auch alle abgesehen von meinem Team gerade, dass das passiert. So, dann heile ich mal durch. Uncool, ich muss mal da hin.
was will denn davon? Und sie versteht es nicht ganz. Sie greift einfach nur an. Ich weiß noch nicht, wo sie hinläuft. Das hat sie mir noch nicht gezeigt, dummerweise. Okay, da trifft sie mich nicht mehr. Das ist sehr gut. Okay. Da sind die anderen also. Ja, die sind halt alles voll mit. Okay, und jetzt kommt Kagan halt zu uns. Das ist problematisch. Das ist echt nicht so cool. Ja, wobei, nee, das ist ordentlich, aber das ist halt Damage. Ne, kann er gar nicht. Nicht viel. Aber der nimmt den Damage ordentlich mit. Nice. Wird wahrscheinlich dort stehen, denke ich. Aber ihr könnt noch dashen. Ne, dann mache ich lieber auf den. Und geht dahin, für den Fall, dass er einfach mitläuft. Da kommt noch eine Heilung. Oh, die dicke Heilung. Geht bleibt einfach stehen. Aber sie ist unsichtbar. Aber sie muss wissen, dass sie dahin gedasht ist, weil sie ja Schaden gekriegt hat. Das sind halt 40 Damage. Das ist echt ein bisschen bitter. Aber es geht ja ewig, und da wissen sie auf jeden Fall, dass sie dort steht. Aber ich heile jetzt wieder durch. Aber er läuft halt in die falsche Richtung, er stirbt jetzt. This is the place. Trust me. It's time. Ich habe mich so hingestellt, dass alle gerade Deckung auf mich nur haben. Das finde ich sehr gut, sehr angenehm. Der Zustand. Your brain might feel itchy after this. Merci beaucoup. Oh, geweakt. Wenn er aber auf Folgen gedrückt hat, läuft er um die Ecke. Ja, ich habe Deckung. Das finde ich, das ist gut. Such folly. Piston powered. Ja, das ist auch ordentlich Aoi, den wir raushauen. Nicht bloß ihr. Oh, das ist schlecht. Wo läufst du hin? Das ist jetzt mal wichtig. Wenn wir in die falsche Richtung laufen, hilft das also nichts. Zeig mir doch, wo du hinläufst. Arsch. Jetzt muss ich ja ein Timing benutzen, weil mir, ach, jetzt läuft er doch nach unten. Das könnte aber gerade noch so reichen. Das ist schon wieder? Will mich verarschen? Hat der für einen Mod da drauf? Mending Swarm. Als Doppelangriff, das waren doch nicht 5 Runden, die wir jetzt hatten. Krass. Ja, du Gremlin, du bist einmal in die falsche Richtung gelaufen. Zweifel, aber ich kann nicht 40 gegenheilen, das ist Quatsch. Kann ich immer auf ihn wechseln? Wo springt er denn hin? Wo springst du hin? Komm, zeig's mir! Ich weiß ja nicht, wo er hinspringt. Er lockt's nicht ein. Ich seh's nicht. Ich habe nur gesehen, dass er es ausgewählt hat, aber nicht wohin. Ach, da hoch! Na, geil. Ach, das habe ich auch nicht gesehen, dass es den auswählt. Breaking your back and your back.
Kacke. So, dann sind alle rausgelaufen aus meiner Ulti. Dann heile ich und laufe einfach. Weil ich kann's ja. Aber immer quer rüber. Wir hoffen, dass ich das kann. Ohne dass ich da eingekesselt werde. Die Leute, die nicht mal wegrennen würden von unserer Gruppe, dann könnten wir das mit dem Cake noch getrost ignorieren, relativ getrost. Ein bisschen schade. Okay, der kann es wohl hinlaufen, er kann nirgendwo hinlaufen. Er wurde auch lustigerweise rausgeworfen aus dem Ganzen. Wenn sie alle in der Nähe bleiben würden, könnte ich nächste Runde meine Ulti machen und sie alle heilen. Nope. Ja, wir wollten alle auf mich. Frech. Oh shit, jetzt glaube ich gar nicht, glaube ich. Oh, ich laufe gar nicht. You dare strike me. Ich hab schon in die Mitte gelaufen, jetzt ein bisschen mal. Ach, ernsthaft. Ja, wow. Sparkly. Das ist doch Kacke, dass wir alle von mir wegrennen. Oh, macht er ihn jetzt weg? Nope. Ah, doch. Sehr gut. Jetzt kann er aber... Auch er kann ulten. Deswegen heile ich sie mal lieber. Wo läufst du hin? Bitte, Lox, schneller, ein. Make up your mind. Das wird zwar vorhersehbar sein, dass ich da drauf gehen will, aber naja. Ja, nur uns beide, okay. The punching above your weight, figuratively. We left you a present. Bet you didn't see that coming. Das war knapp. So, jetzt sag mir bitte, wo du hinläufst, damit ich nicht in die falsche Richtung laufe. Sonst wird das bitter. Kannst du mir halt nicht sagen, ne? Das
machen wir uns doch nicht alle. Das stehen wir alle zusammen. Ja, ich wusste, dass da sowas kommt. Deswegen habe ich meinen Turtle Tag gezündet. Also ich kann so in dem ausweichen hier. Oh, jetzt sterbe ich, wenn er mich angreift. Ja, er greift mich an. Und ist tot. Weil ich noch heilen wollte. Steht 2-2, aber es sieht nicht gut aus für uns. Nicht jetzt reinspringen, das ist totaler Schwachsinn. Sie ist so oder so tot. Sie kann nichts mehr großartig tun. Mit 12 Leben. Kann so ein bisschen Schaden machen. Ja, 120 Schaden, gut ist. Ja, das sieht auch gut aus vom Damage her. Sogar noch fast gestorben. Lol. Okay, er macht das auch. Okay. Jetzt ist das nochmal sicher gegangen. Stop whining. Ah ja. Weil ich zweimal gesagt habe, dass es Quatsch ist, wie wir spielen. Bin ich in der Whiner. Alles klar. Taktik braucht man halt nicht. Ich laufe einfach mit. Mal sehen, wo er hingeht. Weil der braucht auf jeden Fall meine Heilung. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nach links oder nach rechts laufe. Auf jeden Fall mache ich einen Schritt. Dass sie über alle wegrennen, war eigentlich irgendwie fast abzusehen, glaube ich. Ja, sind alle abgehauen, weil sie nicht sterben wollen, dass 2-3 steht und Runde 15 ist. 5 Turns remaining. Stay focused. Jetzt wurde sich das echt. Ich denke, das. Boah. Ich will nicht direkt neben dir stehen. Wir müssen halt noch einen killen, das ist so ein bisschen das Problem in 5 Runden. Don't get tripped up. Meine Siegrate mit Quark geht ganz schön im Keller. Frech. Four turns left. Na, wo gehst du hin? Jetzt lock's ein, bitte. Ich sehe es sonst nicht. Okay. Da hoch willst du. Dann laufe ich auch mal in die Richtung. Oh shit. Damit treffe ich ihn nicht mehr. Oh, der ist da oben. Bitter. This one's got some punch to it. Spielt gut. 3 turns remaining. Wir kriegen es nicht hin, ihn ordentlich zu predikten. Da jetzt reinzuhauen nützt mir nichts. Dann kann ich lieber noch eine Runde radiaten. Da ist schon keiner mehr. Oder da oben. Ja. Alle oben ist das Leben nämlich eingesammelt. Don't mind me. Mind this. Bouncing. Bombs. Da ist schon lange niemand mehr. Die ist schon über die halbe Map gelaufen. Oh doch, da steht wirklich noch jemand drin. Krass. Sag mir nicht, du bleibst da stehen. Hm. Wow.
Wo dash du hin? Das glaube ich halt wieder nicht, weil die so spät einloggen, Mann. Die loggt so spät ein, dass ich nur eine Sekunde Zeit habe, irgendwo hinzugehen. Das ist so sinnlos. Wow. Das ist auch wieder eine Bewegung. Weiß ich nicht. Schön mitgenommen. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Here comes the boom. Nice. Kann wirklich noch was werden. Last turn. Ich heile mal unseren Dingens. 160 Leben kriegen wir jetzt eh nicht durch. Mach das zur nächsten Runde. Oh, erwischt sogar ihn noch. Nice. Ja, aber uns darauf angelegt, dass er trotzdem noch getroffen wird. Ah, ist er halb tot. So. Overtime. Uh-oh, don't go there. Er kann immer noch dodgen, also. Lockwood kann immer noch dodgen. Der ist schon wieder so ein Mending Swarm, oder? Ja. Nicht cool. Ja, okay, da hat er schon mitgerechnet. Ah, das ist kacke. Warum nicht auf den gehen, den er eh nicht abhauen kann? Das verstehe ich nicht. Der noch 29 hat, den eh nicht abhauen kann. Will ich das jetzt drauf anlegen? Sie hat nichts mehr. Out of sight, out of mind. Activating catalyst. Nicht mal ansatzweise in meine Richtung. I make these rounds myself. Ja, aber das heißt immer 8. Jungs, zumindest zu euch habe ich das richtige Ziel. Dass man auch tot kriegt, was nicht die Frontline ist. Ich hole jetzt nochmal rein. Geht nicht anders. Sie kann nicht mehr ausweichen. Nada. Ja, ich komme halt alle Ultis auf einmal. Ja, die töten zwei von uns. Düdüm. Da hatte ich mal verloren. Weil sie halt von mir wegrennen, anstatt zu mir hin. Weil sie gehen auf den Frontliner, auf den fucking Frontliner. Ach Mann, das verstehe ich nicht. Falsche Zielauswahl, Jungs. Der Frontliner, den man wieder heilen kann, ist das schlechteste Ziel, das man nehmen kann. Sie hätte man halt viel mehr fokussieren müssen. Und anstatt I hier, anstatt sie. Ja. 798. Sie war auch noch ziemlich gut mit Schaden dabei, ich weiß nicht. Aber es war alles so unfokussiert.
Also ich konnte halt Aurora extrem viel heilen. Aurora ist normalerweise nicht so stark wie Quark im Heilen, gerade im Single-Target-Heilung nicht. Aber sie konnte fast genauso viel heilen und hat genau den gleichen Schaden gemacht. Der hier, der Kagan war richtig gut. Der war richtig gut mit seinen 600 Schaden. Das sieht man selten. Schade. Aber das war's dann wieder heute fürs Daily Ranking. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Übrigens, wie gesagt, gestern war mein Geburtstag, wenn das Video rauskommt.